Tag, liebe Kinder. Mein Name ist Abdrahmanova Elvira. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid. Heute sprechen wir über Possessivpronomen, die besitzanzeigenden Fürwörter. Die zeigt an, wem etwas gehört. Possessivpronomen beschreiben den Besitz eines Gegenstandes. Zum Beispiel mein Auto. Das bedeutet, das Auto gehört mir. Am Anfang wiederholen wir die Personalpronomen. Personalpronomen sind ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Ihr wisst sie schon. Weiter, die Possessivpronomen sind mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Bei der Pluralform und Femininum bekommt die Possessivpronomen die Endung -e. Ich meine, du deine, er seine, sie ihre, es, seine, wir, unsere, ihr, eure, ihr, sie, ihre. Zuerst merkt bitte euch die Wörter und ihre Artikel. Wir werden weiter diese und andere Wörter verwenden, um Beispielsätze zu führen. Ihr könnt nachsprechen. Merkt euch die Wörter. Die Nase, die Nase, die Ohren, Plural, die Ohren. Sprecht bitte nach. Das Gesicht, das Gesicht. Der Mund, der Mund. Beim Femininum und Plural bekommen die Possessivpronomen die Endung -e. Zum Beispiel ich, mein Mund. Du, dein Gesicht. Er, sein Haus. Sie, ihr Bleistift. Es, sein Handy, wir, unser Haus, ihr, euer Zimmer, sie, sie, ihr, Buch. Jetzt Possessivpronomen beim Femininum und Plural. Ich, meine Brille, du, deine Brille, er, seine Nase, du, deine Kinder, er seine Nase, sie ihre Ohren, es seine Stimme, wir unsere Bäume, ihr eure Eltern, sie, sie, Plural und sie Höflichkeitsform, ihre Note. Die Wörter, die Ohren steht im Plural. Unsere Bäume und eure Eltern stehen auch im Plural. Ich erkläre jetzt langsam und nach der Reihe. Dafür führe ich folgende Beispielsätze. Das ist der Radiergummi. Das bin ich. Das ist mein Radiergummi. Ich wird mein. Ich mein. Der Spitzer. Du. Das ist dein Spitzer. Du, dein. Also, liebe Kinder, ihr sollt
auf solche Weise auslernen. Du, dein. Merkt bitte euch. Das ist das Handy. Er. Das ist sein Handy. Er, sein. Das ist die Mütze. Sie, das ist sie, das ist ihre Mütze. Sie, ihre. Das ist der Mitschüler. Das sind wir. Das ist unser Mitschüler. Wir, unser. Merkt bitte euch. Weiter. Der Kugelschreiber. Das ist der Kugelschreiber. Ihr. Das ist euer Kugelschreiber. Ihr, euer. Das ist die Sportlehrerin. Das ist die Sportlehrerin. Sie. Sie Plural. Die Schüler sind sie. Das ist ihr Sportlehrerin. Pluralform. Das ist ihr Sportlehrerin. Sie, ihr. Ich glaube, dass ihr sehr fleißig war und gut erledigt habt. Man soll die Possessivpronomen mit den Personalpronomen zusammen auslernen. Na gut, seid ihr müde? Jetzt könnt ihr ein lustiges Lied mitsingen. Dies ist mein Haus. Dies ist dein Haus. Dies ist sein, ihr sein Haus. Dies ist unser Haus. Dies ist euer Haus. Dies ist ihr Haus. Also arbeiten wir weiter. Jetzt üben wir weiter. Ergänzt die Possessivpronomen zu den Nomen. Achtet auf wessen Ohren, wessen Gesicht, wessen Nase, wessen Mund. Also, das ist Benny, er ist Lehrer. Wessen Ohren sind das? Das sind seine Ohren. Er, sein. Seine Ohren. Das ist sein Gesicht. Seine Nase. Sein Mund. Das ist das Baby. Es ist klein. Wessen Gesicht ist das? Das ist sein Gesicht. Es, sein. Seine Nase. Seine Ohren. Sein Mund. Das ist Susi. Sie ist Schülerin. Wessen Gesicht ist das? Das ist ihr Gesicht. Sie, ihr. Ihre Ohren, die Ohren, Plural. Ihr Mund, ihre Nase. Jetzt macht bitte nächste Übung. Ihr habt dafür
30 Sekunden Zeit. Ergänzt die passende Possessivpronomen. Überprüft eure Antworten. Das ist Franz. Das ist seine Frau Martina. Das ist sein Block. Das ist seine Tasche. Das ist sein Computer. Das sind seine Bücher. Machen wir weiter. Das ist Martina. Martina ist sie. Sie, ihr. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Ergänzt die Sätze, die Possessivpronomen. Überprüft eure Sätze. Das ist Martina. Das ist ihr Mann Franz. Das sind ihre Kinder. Das ist ihr Fahrrad. Das ist ihr Handy. Das sind ihre Bücher. Jetzt sagt bitte im Plural. Ihr habt 30 Sekunden Zeit. Das sind Franz und Martina. Sagt bitte passende Possessivpronomen. Überprüft eure Sätze. Das sind Franz und Martina. Das sind ihre Kinder. Das ist ihre Tochter Susi. Das ist ihr Sohn Thomas. Das ist ihr Haus. Wollen wir nochmal die Possessivpronomen wiederholen? Danach lese ich noch Beispielsätze vor. Lernt bitte die Possessivpronomen auf solche Weise aus. Ich, mein, du, dein, er, sein, sie, ihr, es, sein, wir, unser, ihr, euer, sie und sie Höflichkeitsform ihr. Jetzt führe ich Beispielsätze. Ich, mein, das ist mein Stift. Du, dein, ist das dein Handy? Er, sein Handy ist toll. Sie, ihr Handy ist weg. Es, sein. Das Mädchen und sein Pferd.
Wir, unser Haus ist alt. Ihr, euer. Wie alt ist euer Haus? Sie, Höflichkeitsform. Ihr, ist ihr Stift? Na gut, gehen wir weiter. Jetzt Personalpronomen, dann Possessivpronomen beim Femininum und Plural. Beim Femininum bekommt Nomen die Endung -e am Ende. Zum Beispiel ich meine Tasche, du deine Tasche, er seine Kinder, sie ihre Bücher, es seine Arbeit, wir unsere Schule, ihr eure Hefte, sie und sie Höflichkeitsform ihre Hände. Achtet auf die Wörter, die im Plural stehen. Das sind seine Kinder, ihre Bücher, eure Hefte und ihre Hände. Jetzt führe ich Beispielsätze. Zum Beispiel ich, meine Tasche ist neu. Du, deine Tasche ist klein. Er, seine Kinder sind nett. Sie, ihre Bücher sind interessant. Es, seine Arbeit ist toll. Wir, unsere Schule ist alt. Ihr, eure Hefte sind sauber. Und sie, ihre Hände sind schmutzig. Mit der grünen Farbe geschrieben sind, stehen im Plural. Na gut, ihr habt heute sehr gut gearbeitet. Die Stunde ist aus. Ich hoffe, das Thema für euch interessant und leicht war. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.